Heyo, willkommen zum Weihnachtsspecial. Jeden Tag ein Video und hier sogar noch die Lene Weihnachtssee. Hier kann man wunderbar Horrorfilm drehen. Stellt mir hier die Haken vor, die hier so runterhängen. Und die Haken schiebt sie hier so entlang. Und dann kommt dann hier so eine Menschenleiche nach der anderen vor. In dem ersten Teil bei den Laufbahnen sieht man halt eben, wie alles Mögliche, was man halt eben runtergeschrottet hat, von Weizen halt eben hier entlang läuft. Und hier sieht man die kleine Azubi-Stelle für Schornsteinfächer, auch mal die schon bei einem kleinen Schornstein angefangen haben zu lernen. Dieses Rohr muss mal wieder geputzt werden. Freiwillige können sich hier bereitet lernen. Ich weiß natürlich nicht, was es ist. Unser Bauer, der steht oben, wo er demnächst nicht mit hier runterkommt in den kleinen, eng, schmuddeligen Keller. Zudem, hier saß Uli Hoeneß im Gefängnis. Das war sein Gefängnis, ja. Und er musste die Rohre putzen. Wir haben nämlich bei dem kleinen Schornstein, was wir da hatten, Uli Hoeneß hier eingesperrt und haben BVB auf Kleber direkt in diesen kleinen Schornstein hineingemacht. Und er muss halt eben 3 Jahre lang versuchen, das Haus zu kratzen. Nachdem er es geschafft hatte, wurde er dann freigelassen. Nicht herzaubern. Hier haben wir Mani Manuschka. Ja. Unseren Helden, unseren Boxer, unsere legendäre Legende. Zur Info, das wurde hier alles zu DDR-Zeiten und zu LPG-Zeiten noch genutzt und dieser scheiß Ast, der wackelt hier vor mir an der Schnauze herum, wir Wahnsinn. Und das ist nach der Wende, nach x Jahren, dann irgendwann mal stillgelegt. 5 Jahren ist ja dann alles runter, so gefühlt. So, ich würde sagen, Manuschka, unsere Frau, die wir heute auf der Straße gefunden haben, sagen bye bye. Oh, Alter!